Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Plissés montiert. Das Ganze ist gar nicht so schwer und ich werde euch jetzt hier Schritt für Schritt zeigen, wie man vorgehen kann. Ihr könnt das dann genauso nachmachen. Falls ihr weitere Tipps noch haben wollt, rund um Haushalt, Garten etc., abonniert jetzt einfach mal meinen Kanal. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es bitte auch mal unten rein in den Kommentaren. Vielleicht kann ich das ein oder andere Video da für euch umsetzen. So, nun kommen wir zur Plissé-Montage. Hier habe ich es halt schon einmal gemacht. Jetzt gehen wir ans andere Fenster rüber und da zeige ich euch das von Anfang an. Bevor jetzt die Montage losgeht, noch zwei Hinweise. Achtet bitte darauf, dass ihr die Oberseite auch richtig montiert. Hier ist so ein Pfeil, der zeigt an, die Seite gehört nach oben. Man kann aber auch dabei sagen, dass es die Seite ist, die nicht geknotet wird. Hier habt ihr eine Schlaufe und die Unterseite der Knoten wird nachher unten gemacht, also die geknotete Seite nach unten. Und hier den Pfeil beachten und auch bitte die beiden Banderolen bis zum Schluss dran lassen, denn wenn ihr die jetzt abschneidet, dann ist das ganze Plissé auseinander und ihr werdet Schwierigkeiten bei der Montage bekommen und auch Schwierigkeiten bekommen, die hinterher zu spannen. Deshalb lasst bitte die beiden Banderolen bis zum Schluss dran. Jetzt zeige ich euch noch einmal die Halter, wie man sie auch zusammenbaut als nächstes. Ihr braucht also nichts zu bohren im Fenster und danach beginnen wir dann mit der Montage der Halter und auch mit der Montage des Plissés. Hier habe ich jetzt einmal ein Halterelement für euch schon zusammengesetzt. Ich zeige euch das jetzt aber gleich noch. Das ist ohne zu bohren. Ihr braucht also hier im Fensterrahmen nichts bohren. Im Prinzip auch nichts kleben. Hier ist zwar so eine Klebefolie, das Ganze sitzt dann etwas fester. Es geht aber auch ohne. Wir haben es am Anfang weggelassen, haben es aber hinterher dann doch noch dran gemacht. Und so sieht das aus. Das ist nachher die Verblendung, die drüber geschoben wird. Das seht ihr dann aber zum Schluss auch. Das sind jetzt hier die Einzelteile, die ihr noch zusammenbauen müsst. Das Teil wird nachher so hier vorne dran sitzen und das müsst ihr jetzt hinten reinschieben. Steht aber auch ganz gut in der Bedienungsanleitung beschrieben. So machen wir das. Und dann haben wir hier jetzt einmal unsere Klebefolie, damit das auch richtig sitzt. Ich würde euch empfehlen, jetzt den Kleber erstmal nur auf den Halter zu kleben und noch nicht auf den Fensterrahmen zu kleben. Montiert das ruhig erst einmal komplett und richtet es dann gegebenenfalls nochmal richtig aus. Das ist, denke ich, besser, als wenn das gleich schon richtig fest sitzt. Ausrichten könnt ihr das hier mit dem Plissé machen, das so ein bisschen vermitteln dann halt. Ich habe das schon ausgemessen beim anderen Fenster auch gemacht. Also so sitzt es ganz gut. Und jetzt werden wir hier diesen Halter einmal am Fensterrahmen montieren. Das müssen wir viermal machen. Wir haben vier solche Halter. Einmal hier unten und dann oben auch, damit das Plissé dort oben eingehängt werden kann. Und im Prinzip eine ganz einfache Sache. Ihr klemmt das einfach hier zwischen dem Fensterrahmen dazwischen und dann könnt ihr das von hinten so ein bisschen festdrücken oder zieht es hier von vorne einfach einmal gegen und dann sitzt es im Prinzip schon fest. Das werde ich jetzt für alle vier Seiten noch wiederholen. Zwei oben, zwei unten und dann kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Bevor wir das Plissé jetzt am Fenster montieren, machen wir erstmal die Halter dran, dann können wir das Plissé nämlich besser nachher verschieben. Das ist auch wichtig für Entspannen, wenn wir das so ein bisschen hin und her schieben können. Zwei Halter haben wir. Achtet darauf, dass ihr die richtig rum macht. So rum kommen sie. Erstmal hier unten einhaken und dann einmal oben dran, dass es einrastet. Das mache ich jetzt für den zweiten auch noch und dann wird das Plissé dann am Fenster montiert. Jetzt wird das Plissé eingehängt. Dazu fangen wir hier oben an. Nehmt am besten hier die Schnur ziemlich kurz. Achtet bitte darauf, dass ihr die nicht verdreht. Und jetzt führen wir das, ich hoffe, ihr könnt das über die Kamera gut erkennen, hier in dem Halter ein. Und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr es denn eingeführt habt, den nicht gleich bis nach ganz oben zu machen, denn ihr könnt es hierüber nachher spannen, wenn ihr unten auch geknotet habt. Zum Spannen der Plissés kommen wir aber gleich. Das Ganze wiederholen wir jetzt hier natürlich auch noch auf der anderen Seite. Da auch bitte darauf achten, dass ihr den Halter und die Kordel nicht verdreht, die Schnur. Das Plissé rutscht dabei runter, das ist aber nicht so wild. So, und jetzt haben wir das hier oben schon einmal eingehängt und das wiederholen wir jetzt für unten nochmal. So, jetzt fädeln wir das hier unten noch ein. Auch hier bitte wieder darauf achten, dass ihr die Schnur nicht verdreht. Das ist jetzt hier noch locker, weil ich den Kleber, wie gesagt, noch nicht festgemacht habe. Ich will das dann noch vielleicht so ein bisschen ausmitteln, damit es nachher am Ende auch mittig ist.
So, und jetzt machen wir das hier auf der anderen Seite auch nochmal. Auch hier wieder darauf achten, dass es einfach nicht verdreht ist. Nicht ganz nach unten machen, denk dran, dann spannen. Und jetzt haben wir es im Prinzip eingehängt und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Das ist nämlich hier die Schnur zu spannen, damit das Plissé dann auf und zu gemacht werden kann. Jetzt spannen wir die Schnur vom Plissé, so dass hier die Schnur wirklich schön straff ist, dass das Plissé nachher hier schön leichtgängig und sauber hoch und runter gezogen werden kann. Wir machen das jetzt erstmal hier auf der Seite. Ich habe den Knoten jetzt schon mal aufgemacht. Und jetzt werden wir das mit dem Knoten hier drunter spannen und den Halter, das Spannelement, hatte ich ja nicht gleich ganz nach unten gemacht und oben ja auch nicht, damit ich da noch ein bisschen Spiel drin habe. Da kann ich dann sozusagen nochmal den letzten Rest der Spannung aufbauen. Jetzt wird es hier einmal verknotet. Wir ziehen den Knoten hier hin. Macht erstmal nur einen Knoten rein, nicht gleich zwei, falls ihr es nochmal aufmachen müsst, damit es nicht so schwer geht. Die eine Seite haben wir jetzt schon, das sieht schon relativ gut aus von der Spannung. Und das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite jetzt das gleiche Spiel. Auch hier habe ich jetzt den Knoten schon aufgemacht. Das wollte ich euch im Video nicht zeigen, weil es ziemlich fest verknotet war. Und jetzt ziehen wir auch hier den Knoten auf Spannung. Und jetzt sieht das schon ganz gut aus. Und jetzt werden wir die Halterelemente, diese hier, die ich jetzt nicht ganz runter gemacht habe, schon mal so weit es geht wie möglich runterziehen. Und das auf der anderen Seite auch. Und oben auch noch. Und dann sollten wir eine gute Spannung drin haben. Hier könnt ihr jetzt nochmal das Spannelement sehen, was ich unten schon gespannt habe. Und jetzt ziehen wir das oben auch noch fest. Und jetzt ist die Schnur hier schon richtig schön unter Spannung. Das Ganze jetzt hier auch noch auf der anderen Seite. Und auch hier steht die Schnur schon schön unter Spannung. So, jetzt ziehen wir den Knoten hier nochmal nach. Ich hatte ja gesagt, macht nicht gleich einen Doppelknoten rein. Jetzt können wir das machen. Jetzt steht es auf Spannung und jetzt wollen wir auch, dass die Spannung so bleibt. Und dann brauchen wir natürlich auch einen stabilen Knoten. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Ihr könnt das jetzt auch nochmal so ein bisschen nachziehen, so dass es wirklich schön auf Spannung steht. So, und jetzt können wir auch die Halter richtig festkleben, nachdem wir das einmal richtig ausgemittelt haben. Das war mir halt wichtig, dass ich das vorher mache, damit es auch wirklich schön gerade ist. So, jetzt ist es fest und noch einmal wieder gespannt. Und dann werden wir jetzt hier unsere Blenden noch drauf machen. Da das Band etwas zu lang ist, könnt ihr das einkürzen, schneidet es allerdings nicht komplett kurz ab. Falls ihr den Knoten nochmal lösen müsst und wieder einen neuen Knoten irgendwann machen müsst, zum Beispiel wenn ihr die Plissés abmachen wollt, weil ihr die Fenster putzt etc., würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, noch ordentlich dran zu lassen, es also nicht zu kurz zu machen. Sonst habt ihr, wie gesagt, Schwierigkeiten, irgendwann einen vernünftigen Knoten hinzukriegen. Jetzt kommen hier diese Blenden drüber, die schiebt ihr einfach drauf, so rum gehören die. Das war bei den anderen auch schon ein bisschen fummelig, hier hat es jetzt ganz gut geklappt. Und jetzt könnt ihr das, was an der Schnur übersteht, hier auch noch in der Blende verschwinden lassen. Und dann sieht man das nicht mehr. Wenn ihr das jetzt so mit der Hand nicht reinkriegt, nehmt irgendwie einen Schraubendreher. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Taschenmesser und prokel das hier so unten ein bisschen rein. Und natürlich kommen oben auch die Blenden jetzt drauf, auf beiden Seiten. Unten habe ich es schon und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt sind wir fast fertig mit der Plissé-Montage und jetzt können wir auch hier die Papierbanderolen einfach abschneiden. Auf beiden Seiten natürlich. Achtet darauf, dass ihr jetzt beim Schneiden nicht irgendwie noch ins Plissé reinschneidet. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir das Plissé auf und zu machen. Ja, das war das Video, wie man Plissé montiert. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt das bitte unten in die Kommentare rein. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen und auch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!